Wenn in rund 2 Wochen die Premiere von André Chénier auf der Bregenzer Seebühne stattfindet, dann müssen nicht nur die Künstler und das Bühnenbild vor den 7000 Zuschauern glänzen, sondern auch die 7000 Sitzplätze. Dafür zuständig ist die 14-köpfige Reinigungsabteilung. Ich muss jede Reihe und Schütteln nochmal Kontrolle machen, die sich jeden Tag aber. Morgen 6 bis 14 Uhr. Vielleicht viel Arbeit noch mal ein bisschen lange bleiben. Neben der Tribüne muss aber auch noch der Vorplatz des Bregenzer Festspielhauses auf Vordermann gebracht werden. Überall diese jeden Tag raus und Müll haben und Sommerseite diese für 5 Monate Brunnen Arbeit. Jede zweite Woche muss alles Wasser leer, sauber machen, Kehre mit Schipplitzen und dann muss Kontrolle machen, alles rundum, Haus rundum, alles richtig sauber machen. Umso näher die Premiere von André Chénier rückt, umso mehr hat die Reinigungsabteilung auch zu tun. Viel legen, was diese Leute. Liegen gebliebene Gegenstände kennt auch das Reinigungsteam, das für im Haus zuständig ist. Zurzeit fangen wir um 5 an. Und da mache ich zuerst meine Büros und nachher die tägliche Arbeit, was so anfällt. Je nachdem, ob eine Veranstaltung war oder nicht. Wenn das Bregenzer Festspielhaus und die Seebühne dann aber glänzen, dann freut sich auch das Reinigungsteam auf die Premiere von André Chénier. Natürlich gehe ich hin, das anschauen, weil mich die ganze Technik interessiert. Aber ich bin froh, dass ich die Bühne nicht putzen muss, vor allem die 154 Stufen nicht hoch und runter laufen muss.